Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. In der letzten Folge haben wir uns eine kleine Firma in Berlin aufgebaut und sind den ersten Auftrag gefahren. Wir haben Äpfel von Berlin nach Rostock transportiert, soweit ich weiß. Und schauen mal nach, was jetzt auf uns zukommt. Eine kleine Info noch. Ich mache das so, dass ich, um es realistischer zu halten, immer den nächsten Auftrag dort starte, wo der letzte aufgehört hat. Man kann, solange man noch für andere Firmen fährt und keinen eigenen LKW besitzt, auch überall anfangen, wo man möchte. Ne, das geht dann halt erst nicht, wenn man halt einen eigenen LKW hat, dann muss man wirklich zu jedem Ort selber hinfahren oder du startest halt da, wo du gerade bist. Ich mache es aber trotzdem, dass ich hier Rostock anwähle. Und dann können wir von Rostock nach Kiel. Und das war's. Wir haben hier Sattelschieflader, Joghurt, große Eisenrohre. Klingt auch sehr spannend. Können wir noch irgendwo anders hinfahren von Rostock aus? Nach Berlin und nach Hamburg. Das lassen uns doch Kiel nehmen. Hier, Kiel, Sattelschieflader. Ne? Einmal da von Rostock nach Kiel. Dauert 3 Stunden 38 Minuten. Nehmen wir, würde ich sagen. Und wir schauen mal, wir fahren jetzt. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, ich habe schon wieder Post, für die ganzen lieben Kommentare unter der letzten Folge, unter der ersten Folge auch, natürlich. So. Das klappt alles, ich habe nach wie vor Spielsorten auf dem rechten Ohr, glaube ich jedenfalls. Ist ja auch wurscht. Huch, ich muss schon da raus, oder? Oder ist ja auch eine Ausfahrt? Ach, das ist auch eine Ausfahrt. Schau einer an. Ja, dann fahren wir doch einmal so rum. Also vielen Dank für die für das Feedback unter der letzten Folge. Da wurde mir einmal unter einer privaten Nachricht, einmal als Kommentar noch zwei Add-ons vorgeschlagen, also zwei Mods. Das eine ist, glaube ich, ein Add-on. Das ist die Scandinavia. Das Scandinavia Add-on. Das werde ich mir aktuell nicht holen können, weil das nicht meinem Preisbudget entspricht, leider. Aber ansonsten schauen wir mal, ob wir noch ein paar kostengünstigere Mods bekommen, sozusagen. Kannst du mein Headset nochmal richten, so. Die Ampel ist rot und wir fahren nach Kiel. Jetzt wird die Ampel grün. Wir müssen erstmal den Gegenverkehr lassen, ne? Ah, der Gegenverkehr lässt uns. Wie sympathisch. Vielen Dank. Auch selten, dass du als Linksabbieger vorgelassen wirst. Gerade in Deutschland. Aber na gut. Wir haben, glaube ich, gerade hier. Wir sitzen gerade in einem Majestics, ne? So wie ich das sehen kann. Ich habe mich nochmal, indem ich ein bisschen privat gezockt habe gestern Abend, nochmal vertraut gemacht mit der Steuerung, mit den einzelnen Tastenbelegungen und müsste jetzt sozusagen das Wichtigste hinkriegen. Wir haben einen Renault-Händler entdeckt, das ist natürlich auch sehr schön. Es gibt hier auf der ganzen Map verteilt halt so Sachen wie Arbeitsagenturen oder halt Autohändler, die du halt entdeckst sozusagen, während du hier unterwegs bist. Unter anderem entdeckt habe ich das Tempomat. Das ist sehr angenehm. Das müsste bei mir die mittlere Maustaste sein. Ist es nicht. Gut. Dann war das in dem alten Profil die mittlere Maustaste, dann ist es C. Aber alles klar. Muss ich noch umlegen. Weiß ich Bescheid. Genau, die ganzen Informationen. Ich habe schon wieder Post bekommen. Was ist denn los? Schauen wir uns alles an, wenn wir da sind, würde ich sagen. Wir bremsen mal ein bisschen. Um dann wieder Gas zu geben. Das macht viel Sinn. Und wir fahren auf die A20. So, schön aufpassen, dass wir hier nirgendwo von der Straße abkommen. Das sieht aber ganz gut aus. Jo. Das ist gut. Ja, ich habe nur auf dem rechten Kopfhörer In-Game-Sound. Ich weiß nicht, woran das liegt. An mir liegt's nicht. So viel kann ich schon mal sagen, aber ist nicht schlimm. Also glaube ich jedenfalls nicht, dass es an mir liegt. Ich bin noch ganz kurz hier. Huch! Kaum machst du was anderes als das Spiel zu spielen, schon kommst du auf die mittlere Fahrbahn.
werden nämlich gerade von einem Kollegen überholt. Der hat nämlich nichts und ist gleich ein bisschen schneller als wir. Wie wir sehen. So, und dann würde ich sagen, einmal Tempomat. Eingeschaltet mit C macht man das hier und schon fährt der Kollege von selbst, man muss nur noch lenken. Ist das nicht schön? Müssen wir da vorne runter? Tatsache. Alles klar. Ich wollte nur mal gucken. Dann fahre ich doch wieder selbst. Wir müssen da vorne rechts runter von der Autobahn, leider schon. Wir verlassen die A20. So wie es aussieht, auf eine Landstraße oder halt Bundesstraße. Jedenfalls nicht auf eine Autobahn. Jo, wir blinken. Einmal rechts und dann da vorne gleich wieder links. Bremsen, 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 bremsen. So, da steht ein Wagen, aber der macht netterweise Platz. Hier ist eigentlich rechts vor links, aber wir fahren einfach mal, weil das habe ich gerade irgendwie zu spät gecheckt. So, ich finde mich zum Beispiel mit I Informationen abrufen. Unser Bordcomputer da in der Mitte, die Anzeige zwischen den beiden Tachos. Da haben wir einmal Kühlwasser und Ölstand, also Kühlwassertemperatur und Ölstand. Und das ist das Wichtigste, das ist nämlich unser Tank. Da sagt er uns, wie lange wir noch fahren können mit dem Benzin, was wir drin haben. Aber meistens reicht das Benzin aus für diese Fahrten, die wir jetzt noch für andere Firmen machen. Später wird das dann schon interessanter, wenn wir einen eigenen LKW haben. Genau, jetzt fahren wir gerade durch das beschauliche Mecklenburg-Vorpommern. In dieser zweiten Folge vom Eurotruck Simulator. Ja, ich bin sehr gespannt. Gestern startete ja, also für euch ist es gestern, für mich ist es heute, weil ich gerade am Montag aufnehme, aber gestern startete ja das neue Let's Play auf meinem Kanal, ne? FIFA 13 Karriere. Bin ich auch gespannt, wenn ich denn morgen die Folge raushaue, ob es da schon etwaige Reaktionen gibt auf dieses kleine Let's Play. Wir können fahren, das ist sehr gut. Wir machen das auch so gleich. So. Wieso habe ich nur auf dem rechten Ohr Ingame-Sounds? Das ist komisch. Das hätte jetzt richtig eingesteckt, hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, man hört mich auch. Sollte aber alles funktionieren. Wir werden dort überholt. Frechheit in der Kurve auch noch. Aber die war ja einsehbar, von daher ist alles gut. Ja. Hier sehen wir schönen verpixelten Schatten. Wie gesagt, ich habe alle, also den Großteil der Qualitätseinstellungen oder der Performance-Einstellungen alle runtergedreht aufs Niedrigste. Deswegen sah jetzt eben der Schatten von dem eigentlich geraden Stromkabel ein bisschen aus wie in Minecraft. Nämlich sehr, sehr viereckig. Aber das sind auch so Details, an denen wir uns nicht stören lassen wollen. Man muss wissen, ich nehme ja einen Laptop auf und von daher ist das alles noch ein bisschen anders als am festen Rechner. Aber ich habe einen guten Laptop. Ich freue mich darüber sehr immer, was der alles so reißt. Ist echt nicht schlecht. Wir sind gerade jetzt ein bisschen behindert auf unserer Reise. Können wir mal hupen? Vielleicht wird es dann schneller, wer weiß. Ja. Ach, noch ein Bus davor, okay. Ein Bus und der Kollege, der uns eben überholt hat auf der Autobahn, kann das sein? Dass es der gleiche ist? Ich meine schon. Und hier vor uns ist ein Audi, ne? Aus Leipzig. Ja, Tatsache. Ein Leipziger Audi. Schön. Ist doch mal was. Wir fahren jetzt leider nur hier Bundesstraße, wenn es überhaupt eine Bundesstraße ist, so wie es aussieht. Bis nach Kiel ist unser Ziel, ne? Ja. Okay. Das ist doch schick. Und wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Nicht mehr weit, sagt unser Navi. Aber in dem Tempo,
Also bei konstant 60 dauert es natürlich noch ein bisschen. Hoppla, die Waldfee. Hoppla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Aber hoppla war es irgendwie auch. Naja. Letztes Mal ist Tempomat auf 60 km/h. Und rollen mal vor uns hin. Da vorne ist eine Kreuzung, wo rechts einfach die Welt zu Ende ist. Auch schön, aber gut, hier oben kommt ja auch nicht mehr viel, ne? Huch! Der Kollege wurde gerade ein bisschen langsam. Hier wehen deutsche und europäische Flaggen. Und hier ist Strand, schau mal. Wie cool ist das denn? Ich war noch nie an der Ostsee, wenn das die Ostsee ist. Da müsste eigentlich, ne? Cool, habe ich noch nie gesehen. Wunderschön. Das ist ja echt fetzig. Guck mal, hier rechts das Meer, Strandkörbe. Nicht ein Strand, wo ich unbedingt sein würde, wenn direkt hier LKWs lang brausen, aber schick gemacht ist es auf jeden Fall. Da steht ein Auto auf dem Parkplatz oder ein paar mehr. Unter anderem, glaube ich, war das irgendein SUV. Da steht ein Beetle. Ah, ne, war kein Beetle. Sorry, sah nur so aus. Joa. Was soll man sagen, wenn man mit 60 über die Bundesstraße tuckert, ne? Man kann man sich nur die Nase reiben. Mal Tempomat auf 58. Und der Kollege fährt von selbst. Ich meine, klar, ich könnte die jetzt überholen, weil wir auch hier aktuell relativ wenig Gegenverkehr haben, aber ich will es einfach nicht riskieren und würde gern jede Fahrt mit der bestmöglichen Bewertung sozusagen abschließen. Das ist nämlich immer ausgezeichnet, soweit ich weiß. Weil sobald du irgendwie einen Unfall baust und Schaden hast, wird dir erstens Geld flöten sozusagen. Also wird dann einfach dein Lohn niedriger, beziehungsweise der Schaden wird dann abgezogen für die Reparatur, die der Arbeitgeber zu zahlen hat. Da rechts steht ein Traktor. Und deswegen habe ich da nicht so wirklich Lust drauf. Hier ist das hier Tempolimit aufgehoben, aber die Kollegen werden nicht schneller. Jedenfalls nicht merklich. Na gut, gibt es die Möglichkeit, ein bisschen umzuschauen, ein bisschen zu reagieren. Hier links ist ein schöner kleiner See. Mit Brücke sogar. Herrlich. Das finde ich cool. Selbst ich, nach mittlerweile 20 Stunden ungefähr, die ich in diesem Spiel verbracht habe, entdecke echt noch Neues hier. Das ist doch fetzig. Hätte ich nicht gedacht, dass sie echt noch irgendwie so ein bisschen mehr mit einbauen und Strand und die Sandkörbe und so. Strandkörbe. Sandkörbe, Jonas, genau, ja. Es sind Sandkörbe. Was ich eventuell noch erzählen kann, während gerade im Rückspiegel ein paar Vögel vorbeifliegen und immer wieder verloren gehen, ist, dass ich plane, eventuell einige Spiele, die noch kommen werden, Verzeihung, mit einer Facecam aufzunehmen. Da würde ich euch auch bitten, einfach mal zu erzählen, was ihr von der Idee haltet. Ich denke da zum Beispiel an ein paar Runden Minecraft Online, wo es eventuell ganz lustig wäre, mal mein Gesicht zu sehen, bei so schlagfertigen Gesprächspartner wie dem Micha, der Reliktchimäre oder der Trinkgenuss. Weil ich da doch, jedenfalls wenn wir privat spielen und nicht aufnehmen, doch gerne mal ziemlich ins Lachen komme. Von daher schreibt doch mal bitte irgendwie in die Kommentare oder bei Facebook oder bei Twitter, wie ihr das finden würdet mit Facecam. Vielleicht mal ein, zwei Runden Bed Wars oder so. Jetzt nicht dauerhaft und auch gar nicht hier in solchen Spielen. Also ich mache weder in FIFA noch in Euro Simulator noch in Left 4 Dead oder halt in Survival Minecraft Facecam, aber so in Online-Sachen vielleicht. Wie mir auch gesagt wurde, kann man diesen Simulator hier auch online spielen. Da werde ich auch mal schauen, ob das vielleicht für uns eine Idee ist, da mal reinzuschnuppern in dieses Feature. So, da vorne ist Kiel, wir haben es gleich geschafft. Nur 8 Minuten. Sagt mir das liebe Navi. Wir blinken mal. Ja, Zentrum Autobahn, das ist doch herrlich. War ich schon mal in Kiel? Ist gerade die andere Frage. Ich glaube ja. Einmal. Oder nee, es war Lübeck. In Lübeck war ich schon mal. In Kiel noch nicht. Nee, in Kiel war ich noch nicht. Tut mir leid. In Rostock schon, auch in Berlin sehr oft. Aber noch nicht in Kiel. So, alle biegen rechts ab, außer der Audi hier vor uns.
Und wir biegen auch rechts ab. Ja, das war souverän. Ist ein bisschen neblig, ne? So rechts im Bildrand, jetzt auch links. Ziemlich neblig. Was auch immer das ist, aber es stört doch relativ. So, wir ziehen mal links rüber. Erster Aufenthalt in Kiel, das stimmt sogar. Oder haben wir gerade kurz ein paar Frame-Einbrüche, aber soll uns nicht weiter stören. Wir setzen mal das Navi auf ganz nah, damit wir auch wissen, wo wir reinfahren müssen. Ich glaube, da vorne ist es schon soweit. Ach hier, okay, ja, da blinkt es. Ganz aufgeregt. Ein bisschen früh auch geblinkt, also ein bisschen früh einen Blinker gesetzt. Aber das soll mich ja nicht stören. So, und da haben wir es geschafft. Wir fahren ja noch schön formidabel rein. Machen den Motor aus und drücken Enter. Ausgezeichnet, das freut mich doch. Wie gesagt, ein Satteltieflader von Rostock nach Kiel bringt uns ja fast auf Hälfte von Level 1. Also auf dem Weg zu Level 2, also nicht mehr so viel, wie wir sehen. Und wir haben jetzt dazu bekommen 3642. Haben wir jetzt gesamt. Achso, okay. Gut, das war's von dieser Folge des Eurotruck Simulators. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen, wünsche euch noch. Achso, wir wollten noch in die E-Mails gucken, bevor ich die Abmoderation mache. Siehst du, wir haben Post. So, die Bank schreibt uns an. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihrem Geschäft einen Schub zu geben, wenden Sie sich bitte an uns. Bitte besuchen Sie Ihre örtliche Bankfiliale für weitere Informationen. Hochachtungsvoll Verkaufsmanager Bank. Und die NBFC Berlin sucht Fahrer. Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fehlende Fahrer mit eigenem LKW. Achso, haben wir noch nicht. Wir bieten überzeugende Frachtraten von bis zu 5.500 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Beladestation in Berlin, NBFC Berlin. Nee, haben wir nicht. Tut mir leid. Das waren die beiden E-Mails, die wir bekommen haben. Die letzte kannten wir ja schon. Wir haben jetzt ein Guthaben von 9.185 Euro. Und mit diesem fast 10.000 Euro gehen wir in die Pause. Und ich bedanke mich fürs Zusehen bei allen, wie schon gesagt, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, euer Hörnchen. Tschüssi.